So, jetzt erstmal kurz die Schaufel ansetzen hier. Ah, Spitzhacke auch noch. So. Und dann wollte ich hier, wie gesagt, so einen kleinen Bogen laufen und dann eigentlich wieder zurück in die Richtung, wo wir gekommen sind. Dass wir uns hier nicht zu weit entfernen von unserem Ausgangspunkt. Weil da hinten sind nämlich schon wieder solche massiven Gipfel. Wie gesagt, da... Das ist auf jeden Fall cool. Aber gerade da oben die eine Blume, die ich da jetzt gesehen habe, da werde ich wohl gar nicht so leicht hinkommen. Ah ja, gut. Wo war die denn? Ach ja. Ist halt nur die eine. Ah, wie gesagt, wir nehmen alles mit. Wie viel haben wir denn? 27 von beiden. Also 27 Rosenbüsche und 27 mal Mohn. Laufe ich jetzt um diesen Gipfel drumherum? Ja. Um einfach mal zu gucken, was sich denn dahinter noch so Schönes befindet. Ist ja mal ganz interessant, weil hier hinten war ich, glaube ich, so noch gar nicht. Da ist Kohle. Na schön. Muss jetzt nicht sein. Die können wir ruhig mal liegen lassen. Ausnahmsweise. Vielleicht kommen wir eines Tages hierher zurück. Wer weiß, was uns noch so erwartet in den nächsten 500 Folgen. Aua. Da sind gelbe Blumen. Da sind noch so ein paar Sträucher hier. Flieder. Oder Pfingstrosen. Nee, Flieder. So. Das sind die Bergschafe da oben. Da hinten habe ich wieder was Rotes leuchten sehen. Sehr schön. Oh ja, sehr schön. Oh ja. Da sind gleich noch ein paar Mohnblumen und dahinter gleich noch ein paar Rosenbüsche. Besser kann es ja nicht sein. Und das sind viele Rosenbüsche wieder. Nehmen wir doch gerne. Ich würde trotzdem mal ein paar von den gelben Blümchen pflücken, weil da haben wir nämlich fast keine mehr im Lager aus. Wenn wir doch mal gelben Beton brauchen oder sowas, mal wieder irgendwann, dann haben wir wenigstens ein paar auf Vorrat. Ich weiß gar nicht, kann man mit den Samen eigentlich, ging das oder war das mit Knochenmehl? Das war mit Knochenmehl, ja, ja, genau. Ich erinnere mich. Konnte man nämlich auch neue Grasstückchen säen und in diesen Grasstückchen wachsen ja dann auch hin und wieder mal ein paar Blumen mit. Aber Knochenmehl, wie gesagt, haben wir ja so noch nicht. Da müssen wir ein paar Skelette töten. Das ist schwierig. Das alles so anzuschalten, weil so weit sind wir noch nicht. So weit sehe ich mich noch nicht, die Monster wieder anzuschalten. Wir hatten genug schon mit Creepern zu tun und dem ganzen Dreck. Muss nicht sein. Hier ist eine Kuhhorde. Die hat sich da wahrscheinlich angesiedelt. Ausgewilderte Kühe. So, jetzt haben wir 51. Da kommen wir dem Ziel doch schon näher. Da unten sind wieder ganz paar an der Bergkante entlang. Schleichen. Da sind ein paar Schafe, ein paar Hühner. Ach, da haben wir von jedem was dabei her. Also wenn jetzt mal die Viecher ausgehen, wissen wir auch, dass wir da niemals auf dem Trockenen sitzen werden, weil wir da immer wieder welche haben irgendwo. In nicht ganz so weiter Ferne. Ich meine, klar, es ist schon ein Stückchen weg, wo wir jetzt hier sind, aber Hauptsache die Orientierung behalten, dann finden wir auch jederzeit wieder zurück. So, warte mal, ich gehe jetzt mal kurz hier außen rum. Da ist nämlich noch ein bisschen was da hinten. Die kommt auch noch mit. So, wie gesagt, 64 so das Ziel, was wir dann mehr haben. Das haben wir mehr. Und ich tue auch hier die anderen Blumen, die hier noch so wachsen, natürlich nicht unbedingt jetzt zurücklassen. Ich werde hier auch noch ein paar gelbe mitnehmen und auch, wie gesagt, viele von den Pfingstrosen oder von den Fliedersträuchen. Weil, irgendwann brauchen wir es vielleicht mal. So. Da sind noch ein paar. Jo. Ich denke mal, jetzt könnten wir hier in die Richtung langsam wieder zurückgehen. Ich muss mich mal kurz an der Sonne halten. Die geht da nämlich unter. Das heißt, in der Richtung ist unsere Hütte. Da haben wir noch ein paar Rosenbüsche. Gerne.
So, und dann hoppeln wir mal hier drüber und wieder langsam Richtung Höhle, Richtung Alpha-Höhle zurück. Weil wir ja dann auch noch eine kleine Key-Session machen wollten. Das ist klar, oder? Ist ja schon alles schön natürlich bedeckt hier. Da haben wir wieder Büsche. Guck mal, da haben wir direkt Kies. Da müssen wir jetzt gar nicht so weit laufen. Wenn wir den hier direkt an der Oberfläche haben, dann nehmen wir den natürlich auch gleich mal mit. Das ist kein Problem hier. Denn wie gesagt, den werden wir noch zur Genüge brauchen. Für die Trockenbetonherstellung. Unten ist sogar ein kleines Teichelein. Schlachten das mal hier so ein bisschen aus. In Hoffnung, dass hier nicht irgendeine Höhle oder Schlucht drunter ist, wo wir dann am Ende in den Tod stürzen. Das wäre nicht so cool. Hier unten tot will ich heute hier nicht mehr sterben. Okay. Jetzt packt mir das Spiel hier noch um. So, trotzdem ein bisschen Augen auf hier. Es ist relativ viel Kies, das ist ganz anständig. Bin ich nicht gerade abgeneigt davon. Ich muss bloß ein bisschen aufpassen, weil hier war ja irgendwo dieser Tümpel, dass ich mich jetzt nicht gerade selber hier irgendwo flute. Aber das ist anständig, was wir hier kriegen. Mensch, so viel Kies und dann gleich an der Oberfläche, ohne großartig in irgendwelche Höhlen gehen zu müssen. Cool. Also hier, ne? Sowas könnte es öfter geben. Da kriegen wir bei Zeiten mal schnell 3, 4, 64er Blöcke voll. Wenn wir hier weitermachen. Da kommt nämlich jetzt schon das Wasser, da müssen wir ein bisschen Acht geben. So können wir das noch machen hier. Hier. Das ist Erde. So, der Rest ist jetzt nämlich unter Wasser. Das ist ein bisschen doof. Mal gucken, ob wir das trotzdem einigermaßen hinkriegen. Ein bisschen das Gröbste mitnehmen. Ich meine, wie gesagt, in unserer Alpha-Höhle, da finden wir dann noch genug von dem Dreck. Das Wasser. Ich unter Wasser hier ein bisschen lang buddeln, das ist auch wieder scheiße. Nimmt wieder zu viel Zeit in Anspruch. Mache ich hier die schöne Natur kaputt. So, Hauptsache erstmal das, was noch so ein bisschen an der Oberfläche ist. Das lassen wir uns mal da runterspülen. Da kümmert sich das Wasser hier eigentlich. Und den Rest, das können wir dann mal getrost verachten. So. Wir haben erstmal das, was wir brauchen. Ein bisschen das Wichtigste hier. Und ansonsten weiß ich ja, wo es noch mehr davon gibt. So, da drüben habe ich einen Rosenbusch glitzern sehen. Und guck mal einer an, da schweben sogar Rosenbusch Sticks herum. Entweder haben wir da mal abgeholzt und haben dann nicht mehr Inventarplätze gehabt, oder die sind auf natürlichen Weg da irgendwie getroppt, warum auch immer. Da drüben auf jeden Fall sehe ich noch eine rote Blume. Wie gesagt, wir nehmen, wenn, wirklich alles mit. Auch wenn es ein paar Völkchen hier, wie gesagt, jetzt dauern wird, das alles. Hier ist wieder Kies. Nehmen wir zumindest mal den oberflächlichen mit. Das mit diesem Unterwasser und so, das will ich jetzt nicht gleich wieder haben. Das war ein bisschen umständlich. Ja, das Spiel spackt ein kleines bisschen rum hier. Ja, das ist auch wieder so ein schönes Vorkommen. Bin ich ja begeistert. So, ein bisschen aufpassen, dass wir, wie gesagt, nicht unter Wasser hier dann sind. Nehmen wir nur das am Rande mit. Und davon, das ist ja auch schon mal, das ist ja allerhand hier. Ist ja nicht so, dass es wenig wäre. Damit sind wir erstmal ganz gut aufgestellt für den Anfang hier. Und dann geht es nämlich wieder in die Alpha-Höhle. So.